Hallo, ihr Lieben. Hallo, ihr Lieben. Hallöchen, ihr Lieben, heute ist Donnerstag und ich muss was zu essen machen, wie immer. Ich habe gerade Isabel vom Bahnhof abgeholt, die macht ihr Praktikum, und zum Training gebracht. Und das ist mittlerweile, steht mir schon bis hier oben, diese Fahrerei, obwohl ich das zweite Mal gerade das gemacht habe. Naja, müssen wir durch jetzt. Ja, ich habe mal heute wieder Raffi beim Mittag gefragt, was ich zum Abendessen machen soll. Ah ja, wir hatten heute Mittag uns die Ofenkartoffelchen von gestern einfach noch kurz in den Backofen geschmissen und dann warm gemacht und mit Ketchup gegessen halt, ne? Ja, und der hat tatsächlich mal ausnahmsweise einen Wunsch geäußert und nicht diese komischen, blöden Antworten, wie meistens hier kommen, von wegen, keine Ahnung, weiß ich nicht, mir egal. Sondern Raffi hat gesagt, Suppe. Ja, als erstes kam irgendeine Cremesuppe, aber dann sofort kam, nein, doch nicht, Suppe mit Klößchen. Und tatsächlich haben wir die schon sehr lange nicht mehr gegessen. Ich habe sie euch mal gezeigt, aber ich glaube, das liegt mindestens 150 Videos zurück. Und ja, deswegen dachte ich, ich zeige die euch nochmal. Und ich ändere heute die Suppe ein bisschen, wieder mal. Letztes Mal habe ich die geändert, habe ich Grießklößchen gemacht. Die kamen nicht so gut an bei den Kindern. Mir haben die gefallen. Diesmal mache ich aber mit Hackbällchen noch, weil ich von gestern noch Hähnchenfleisch habe. Ich hatte ja gestern die gefüllten Hähnchenbrustfilets gemacht und es waren aber zwei Packungen. Ich habe nur 5 gemacht von den Filets, es waren aber 8 drin. Jetzt habe ich 3 Stück, die hier noch übrig geblieben sind. Habe ich die nicht eingefroren, sondern im Kühlschrank gehabt. Und jetzt jage ich die einfach als erstes durch meinen Bosch Fleischwolf. Und los geht's! Und zack, in weniger als 2 Minuten habe ich schön selbst durchgedrehten Hackfleisch. So, jetzt habe ich den Platz gewechselt. Jetzt bin ich an meiner üblichen Stelle, wo ich immer bin, weil ich ja weitermachen muss. Ne, was brauchen wir für die Suppe? Richtig, wie immer einen großen Topf, ganz groß, mit Wasser drin. Ich mache aber nicht voll, weil es sind 8 Liter, ne? Der Topf. Mache ich jetzt nicht ganz so viel. Ich muss mir angewöhnen, weniger zu kochen. Wir sind ja jetzt einer weniger. Ach ja, Manuel kommt am Wochenende. Wie hat der morgen Geburtstag? Mein Baby wird schon 21. Und Lea fährt, glaube ich, heute hin schon oder morgen, weiß ich nicht. Und wahrscheinlich bringt sie ihn einfach mit, wenn sie wieder zurückfährt. Ist ein bisschen doof, weil er nicht ganz so, der bleibt, keine Ahnung, wie lange er hier bleiben will, aber ich kann ihn nicht so lange sehen, weil am Sonntag ist Wettkampf von Isabel, aber trotzdem, wenigstens ein bisschen kann ich ihn sehen. Und Isabel hat vor, für ihn Kuchen zu backen. Ja, so viel erstmal dazu. Ja, ich kann gar nicht, kann ich aufhören zu strahlen gerade. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Kartoffeln. Und dann, hier habe ich eine Pfanne, wie immer. Da kommt dann, werden dann drinnen zwei, also die sind klein, deswegen 2 Zwiebeln, 2 geriebene Möhren und dann auch Knoblauch ist auch ziemlich klein. Deswegen habe ich jetzt 4 so kleine Zehen Knoblauch. Das wird dann angebraten. Und wie ich schon sagte, es werden Klößchen sein und Frikadellchen drin diesmal. Und das mache ich jetzt alles fertig. So, das Wasser im Topf ist schon drin. Ich habe auch schon angestellt. Ich schneide jetzt als erstes die Kartoffeln, weil die als erstes reinkommen in den Topf. Und dann wird der Rest vorgeschnitten für die beiden Nicer Dicer. Und die Möhren, die reibe ich auf meiner Reibe. Ja. Und die Kartoffeln schneide ich diesmal per Hand. Ja, das, ja, einfacher im Moment. Weil die Nicer Dicer, das ist der eine Einsatz, ist mir zu klein, die Würfelchen, und der andere ist zu groß. Jetzt.
für die Suppe. Ja, und die Kartoffeln, die packe ich gleich schon in die Suppe rein. Danke, Christian. Ja. Ich glaube, wie lange ist das? Ich fange mal hinten an. Mhm. Läuft das? Ja. Hi. So, die Kartoffeln sind jetzt drin, dürfen kochen oder anfangen zu kochen. Und ich schneide die Zwiebel vor. Also Zwiebeln, weil wie gesagt, die sind klein, das mein. So, und ich nehme jetzt den Nicer Dicer dafür und mache die Zwiebeln einfach mal klein. So, fertig, geschnitten. Und natürlich bin ich am Heulen, nicht nur wegen dem Wetter, weil das Wetter ist echt zum Heulen gerade. Und jetzt schneide ich den Knoblauch vor und den mache ich mit dem Spicy. Ja, jetzt kommt der Knoblauch einfach durch den Spicy durch. So, Knoblauch ist auch fertig. Und jetzt mache ich den, wenn schon, denn schon alles schon vorbereitet und fertig, reibe ich die Möhren. So, für die Zajarka, also für das zum Anbraten, ne, Zajarka auf Russisch, ist alles soweit fertig. Und jetzt mache ich die Hackklößchen, also die Frikadellchen fertig. Und da nehme ich jetzt nur ein Ei, das reicht dann. Und Salz und Pfeffer, mehr kommt da jetzt nicht rein. Salz. Und oh, muss ich nach auffüllen nachher. Pfeffer. Raffi, gibst du mir bitte einen großen Löffel? Danke. Ja, und das Ganze vermische ich einfach mal. Für die Farbe gebe ich ein bisschen Dill rein. Und was haben wir jetzt hier? Oregano. Zack. Ja, und jetzt mache ich einfach mal kleine Hackbällchen, wenn die das mitmachen würden. Ich glaube, ich muss da irgendwas noch mit reingeben, Mehl oder so. Ja, damit die Konsistenz ein bisschen fester wird und sich überhaupt Hackbällchen machen lassen, muss ich ein bisschen was hier rein experimentieren. Also habe ich jetzt Paniermehl genommen und ein kleines bisschen das reingegeben. Okay, jetzt kann man schon ein bisschen besser Hackbällchen formen. Komm. Ja, ich mache jetzt daraus einfach so kleine Hackbällchen. Und wenn die Suppe kocht, also erstmal muss es mir aufkochen, dann kommen die einfach zu den Kartoffeln erstmal dazu. So, die Hackbällchen sind auch schon fertig. Also geht das hier weiter. Also geht es hier weiter und ich mache jetzt die Zajarka, also das, was angebraten wird. Ich habe jetzt in die Pfanne Öl reingegeben und mache es an. Und wenn das Öl heiß wird, kommt alles rein. So, jetzt kommt alles in die Pfanne rein. Als erstes die Zwiebeln. Oh Mann, ja, das kann nur ich. Wie gut, dass Christian gerade durchlaucht, dann kann ich die daneben geflogenen Zwiebeln aufsaugen. Ja, die Zwiebeln kommen als erstes rein und müssen eine Runde anbraten. Ja, hier habe ich noch die Soße von gestern. Das ist eine ganz normale Tomatensoße. Jetzt überlege ich gerade, ich will ja die Suppe eh tomatig machen, ob ich die Soße einfach mit reinkippe oder ob ich die Soße lieber einfriere. Ich glaube, einfrieren ist doch besser. Weil da ist auch noch Schmand und Frischkäse drin und ich will keine Cremesuppe, sondern eine klare Suppe haben. Ja, jetzt warte ich, bis die Zwiebeln ein bisschen Farbe annehmen und dann kommt alles andere rein. Aber ich sehe, dass es irgendwie zu trocken drin ist. Ich gebe noch einen kleinen Schluck Öl mit rein und ich lasse jetzt kurz hier den Christian rein durchsaugen und dann geht es weiter mit uns. So, Christian hat durchgesaugt. Die Zwiebeln haben auch schon Farbe angenommen. Und jetzt kommen die Möhren, die geriebenen Möhren rein. Und dürfen auch mitbraten.
Und der Knoblauch auch. Den gebe ich auch gleich mit rein. Und wie ihr sehen könnt, kocht schon das Wasser, also die Kartoffeln. Es fängt an zu blubbern, also kann ich auch nebenbei die Hackbällchen da reingeben. Ganz einfach. Reinkommen lassen. Ja, und jetzt kommt Tomatenmark rein. In die Pfanne. So. Und ich gebe noch ein kleines bisschen von der Paprikacreme rein. Und jetzt lasse ich das Ganze noch kurz anrösten. Tja, und jetzt gebe ich einfach Wasser dazu und lasse das Ganze auf niedrigere Hitze etwas schmoren. Und dann kommt das in den Topf rein. Zack. Ja, und ich habe mir gedacht, ich gebe jetzt in die Suppe was von der Hühnerbrühe. So, Hühnerbrühe ist drin. Darf es erstmal alles ein bisschen noch kochen und jetzt mache ich Klößchen. Genau. Dafür nehme ich Ei. Ich glaube, ich nehme sogar zwei Eier, weil die klein sind. Dann habe ich die Packung verbraucht. Ist auch gut. Salz. Wasser. Und das Ganze wird erstmal verrührt. Und jetzt kommt nur noch Mehl rein. Also ich kann nicht sagen, wie viel. Ich könnte das löffelweise reingeben. Wir können es ja versuchen mit den Esslöffeln. So gut gehorcht. 1, 2, 3, 4, erstmal 5. Dann gucken wir weiter. Werden nicht reichen. Das war, sage ich euch jetzt schon. 6, 7, 8, 9, 10. Immer noch nicht genug. 11, 12. Da kommen wir eher hin, glaube ich. Also 12 gut gehäufte Esslöffel. Wie viel Wasser war das, glaube ich? 150 Milliliter vielleicht? So, das ist jetzt der Teig. Jetzt gebe ich als erstes den Inhalt der Pfanne rein in den Topf. Das sieht doch schon sehr lecker aus. Und jetzt habe ich hier so einen Joghurt, Dessertlöffel, was auch immer. Und jetzt gebe ich einfach mal mit dem Löffel ein paar, also einfach mal so kleine Klößchen in die kochende Suppe. Ja, und wenn die Klößchen durch sind, dann kommen sie hier, wie hier jetzt, nach oben und schwimmen dann halt oben. Man kann die Klößchen natürlich auch anders machen. Man kann dann festeren Teig machen und die ausrollen, also nicht ausrollen, so zu, ja, so eine Wurst machen halt und dann abschneiden. Aber das ist hier jetzt die schnellere und einfachere Variante. Ja, und jetzt muss ich probieren, ob genug Salz drin ist. Natürlich wird das nicht genug sein. Ich habe ja nur ein bisschen Brühe reingegeben. Ja, wir brauchen auf jeden Fall noch Salz. Ne, wir würzen jetzt einfach mal. Dann Pfeffer. Oje, das blubbert aber ganz schön viel. Runterdrehen. Ein bisschen Dill. Und ein paar Lorbeerblätter. Ja,
das war es dann eigentlich auch schon mit der Suppe. Die ist jetzt fertig. Die muss nur noch fertig kochen. Ne, das heißt, die Kartoffeln müssen durch sein. Alles andere schwimmt schon oben. Ja, und dann kann sie gegessen werden. Ja, die Suppe wird jetzt erstmal vor sie hin weiter blubbern. Ich werde euch gleich erstmal zum Aufladen hinstellen. Ich sehe gerade, der Akku ist fast alle. Ja, ich werde oft gefragt, warum wir so oft Suppe essen. Ja, wir lieben Suppen. Und Suppen sind wirklich, ja, einfach zu machen. Die meisten wenigstens, sag ich mal so. Nahrhaft. Mit wenigen Zutaten. Na, ihr habt ja gesehen, was ich habe heute gebraucht, ist gar nicht so viel. Und man kann sie wirklich auch für mehrere Tage machen. Und Christian kann sich die Suppe morgen zur Arbeit mitnehmen, da freut er sich schon drauf. Ja, und vor allem, Suppen sind einfach lecker. Und in dieser Jahreszeit, obwohl wir essen Suppe das ganze Jahr über, aber vor allem in dieser Jahreszeit, wenn es draußen stürmt und regnet und kalt ist, ist so eine schöne, heiße Suppe genau das Richtige. Ich weiß, einige von euch kann man mit Suppen jagen, ne? Elias, ich weiß, du magst keine Suppe. Aber, ja, wir lieben Suppen. Also in Kasachstan haben wir auch sehr viel Suppen gegessen, weil, ja, wir waren, ich sag mal, arm. Ne? Wir hatten nicht viel, aber was wir hatten, war halt Gemüse, Kartoffeln, alles Eigenes aus dem Garten. Deswegen gab es immer wieder unterschiedliche Suppen. Und ich habe es übernommen, weil ich irgendwie einfach wirklich die Suppen sehr gerne esse und experimentiere auch dabei sehr viel. Mal sehen, was als nächstes kommt. Ja, ich werde jetzt irgendwas noch hier im Haushalt machen, denke ich mal. Und dann sehen wir uns, wenn die Suppe fertig ist. So, die Suppe ist fertig und so sieht sie auf dem Teller aus. Ja. Die Suppe ist fertig, wir werden jetzt essen. Jetzt sind noch nur noch bis jetzt die Jungs zu Hause. Genau, Isabel ist noch beim Training. Papa fährt gleich, denke ich, nach dem Essen sie abholen. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, wie immer Daumen hoch. Abonnieren kostet nichts. Und wer auf das Glöckchen klickt, der verpasst auch dann keine neuen Videos von mir. Ich denke, es kommen auf jeden Fall weitere Videos. Ja, ich verabschiede mich dann an dieser Stelle und wir sehen uns ganz bald wieder. Tschüss, ihr Lieben.